Oh Mann, mir reicht's so langsam. Halt, du Grobian. Ja. Denk mal drüber nach, wie du hier mit der Natur umgehst. Die Natur hat mich bombardiert. Ja, möglicherweise habe ich angefangen. Na also, eigentlich bin ich hier, um dir drei Wünsche zu erfüllen. Boah, ja, ich habe drei Wünsche frei. Oh, ich wünsche mir... Halt, nein, alle Männer wünschen sich das. Und ich kann dir sagen, das macht nicht glücklich. Okay, dann wünsche ich mir keinen Panzer. Ja, überleg mal, wo du den hier parken willst. Also, drei Wünsche. Ah, gut. Drei Wünsche. Gut. Drei Wünsche. Ich muss gut überlegen. Nicht, dass ich was falsch mache. Ich habe hier alles satt. Es ist immer die gleiche Aussicht. Dauernd UFO-Attacken. Ich habe nur Kokosnüsse zum Essen. Und die hängen mir mittlerweile einfach zum Hals raus. Deswegen, ja, ich weiß meinen ersten Wunsch. Die Palme soll auch Schnitzel und Nutella tragen. Boah! Oh, es funktioniert! Es funktioniert. Fantastisch. Wie geil. Aber irgendwie habe ich gerade nicht nachgedacht, oder? Nutella auf eine Palme. Ja. Was soll ich mit dem Nutella ohne Löffel? Ich wünsche mir als zweiten Wunsch einen Löffel. Es funktioniert. Sensationell. Und jetzt, um hier mal endgültig und ein für alle Mal, ihr habt schon gedacht, ich bin blöd, hä? Um hier endgültig und ein für alle Mal die Verhältnisse zu klären, wünsche ich mir als drittes ein UFO-Abwehrgeschütz. Jetzt kann ich mir endlich mal das Leben etwas angenehmer gestalten, bis ich halt irgendwie irgendwann mal durch Zauberei wieder von dieser Insel hier wegkomme. Ich glaube, ich habe mir einen Scheiß gewünscht. Beschwerden zu den Wünschen müssen innerhalb von 2 Wochen eingereicht werden. Wo steht das? In den AGB. Niemand liest die AGB. Also, viel Spaß mit den Wünschen und lass die Palme in Ruhe. Ja, ich lass die Palme in Ruhe. Das Leben ist schön. Habe ich mich jetzt schon genug ums Thema gedrückt? Ja? Na, eigentlich war auch ein anderes Thema vorgesehen heute. Ich habe dann gemerkt, da brauche ich Belegmaterial, das ich einblenden kann und so. Das ist hier auf der Insel schlecht. Das müsste ich in Sand zeichnen. Das ist alles scheiße. Deswegen machen wir das Ganze so. Es gibt ein extra Video irgendwann. Das Skript dafür ist ja sogar schon geschrieben. Also nur für den Fall. Ich habe mir was anderes überlegt, weil das ist jetzt ein Riesenthema wieder.
viel Star Wars, was jetzt demnächst kommen wird. Ich weiß, ihr glaubt schon gar nicht mehr, dass hier überhaupt noch was kommt. Ich habe mich jetzt schon auf allen möglichen Kanälen dafür immer also Ausflüchte gefunden. Viel Arbeit, Katzensitten und so weiter. Stimmt ja auch. Hinten dran ist ein bisschen was passiert und ich hoffe, das geht es voran. Jedenfalls zum Thema. Weil das ist oft aufgekommen, so in den Kommentaren von unseren Videos und so. Und ich würde gerne mal selber wissen, und da versuche ich jetzt in dem Monolog ein bisschen drauf zu kommen, bin ich eigentlich ein Star Wars Fan? Naja, ich habe ein Star Wars T-Shirt. Was ist ein Fan überhaupt? Was ist ein Star Wars Fan dann? Und eigentlich ist die Antwort ganz einfach, aber von hinten durch den Bauch ins Auge, ihr wisst schon, das Ganze geht wieder eine Ewigkeit, damit wirklich meine Gedankengänge dazu völlig klar sind, also nachvollziehbar sind. Das finde ich immer wichtig. Matze hat mal gesagt, dass er den Ausdruck Fan nicht mag, beziehungsweise dass er ihn für sich ablehnt, weil Fan, das kommt von Fanatic, also Fanatiker, und das findet er ungemein negativ, wo ich ihm so auch recht gebe. Und deswegen lehnt er den Begriff für sich ab. Ich würde schon sagen, dass ich ein Star Wars Fan bin, weil ich den Begriff Fan, und das sollten wir erstmal definieren, was ist ein Fan? Ich lege den Begriff nicht so hart aus. Ein Fan ist, finde ich, jemand, der eine Sache, eine Person des öffentlichen Lebens, eine Kunstfigur, meinetwegen auch eine Firma oder ein Gerät, ja, eine Konsole, man kann Fan von einer bestimmten Konsole sein oder sowas, unheimlich mag. Und mit unheimlich mag, das würde ich mal sagen, ist ein Fan. Erstmal. So. Und der also das auch verfolgt, der da was zusammelt, vielleicht immer auf die Konzerte geht, alle Platten hat. Nee, vielleicht gar nicht mal alle Platten hat, aber zumindest das richtig toll findet. Das ist dann schon ein Fan. Und das liegt ganz einfach dran, weil ihm oder ihr das einfach gefällt. Völlig subjektiv. Aber wie verhält sich das jetzt mit Star Wars? Das ist nämlich, da kommen noch ein paar Dinge dazu. Denn man kann eine Konsole mögen, ein N64 oder sowas, kann man Fan sein. Man kann von Nintendo Fan sein, meinetwegen. Bei Star Wars ist es so, der N64 ist ein Gerät. Fertig, ab. Da kommt nichts mehr dazu, das ist so, wie es ist. Star Wars ist was anderes. Wenn man, wie ich, durch die ersten drei Filme, Episode 4, 5 und 6, damals in den 70er, 80er Jahren, zum Star Wars Fan wurde, verhält sich das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Überlegen wir mal. Episode 4, 5 und 6 kamen raus. Und man wird als Kind oder Jugendlicher durch diese Filme zum Star Wars Fan. Weil das geile Filme waren. Weil das durch die Effekte natürlich, aber durch die Story, durch die Charaktere, durch die Art, wie es gefilmt und geschnitten ist, sind das einfach geile Filme. Und da wurden viele zum Fan. Haben gesagt, das ist geil, Star Wars ist geil, und haben sich in dieses Universum, in die Filme und alles verliebt und waren Star Wars Fan. Wie ich auch. Ich bin jetzt kein Star Wars Fan der ersten Stunde, dafür bin ich tatsächlich zu jung. Das erste Mal Kontakt mit Star Wars hatte ich durch unseren Betamax Videorekorder, den mein Vater dann irgendwann mir mitgebracht hat. Und der da einfach eine Star Wars Kopie mitgebracht hatte, und da haben wir halt Krieg der Sterne geguckt. Episode 4. Episode 5 gab es dann noch gar nicht. Es muss irgendwie um 79, 80 gewesen sein. Ja, und jetzt waren Episode 4, 5, 6 abgedreht, sind im Kino gelaufen, ausgelaufen irgendwann. Und als Lucasfilm hockt man dann da. Die Firma Lucasfilm hat dann natürlich weiter andere Filme gemacht, die natürlich jetzt alle nicht so ein Mördergeld gebracht haben, wie zum Beispiel Star Wars. Aber die wollten natürlich aus Star Wars noch mehr Geld quetschen. Es ist kein Vorwurf, es ist, meine ich, auch nicht negativ. Also dieses ganze Merchandise, diese Franchise-Vermarktung, das hat George Lucas mit Star Wars eigentlich erst erfunden. Man kann nicht sagen, Star Wars ist mir zu kommerziell. Wenn man sagt, man war von Beginn an Star Wars-Fan, dann war das immer dabei. Und es hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, ja. Dass man als Kind die ganzen Figuren haben konnte, sammeln konnte und damit im Schnee selber irgendwelche Hutschlachten oder sowas nachspielen konnte. Oder eigene solche Schneeschlachten spielen konnte.
das hat voll dazugehört. Und es hat einfach immer wunderbar gepasst und ich finde nichts Anstößiges dabei, dass wenn man eine Sache mag, dass man davon auch Merchandise bestellt. Und dass man sagt, ich will jetzt unbedingt, was weiß ich, ich will ein Poster von Rolling Stones oder so an der Wand haben. Es war ja auch nichts anderes im Prinzip. Es war auch Merchandise, haben wir auch mit Geld mitgemacht und das ist völlig okay. Und gerade heute, wo jetzt zum Beispiel Musiker nicht mehr wirklich mit Musikgeld verdienen können oder mit MP3-Verkäufen oder sowas, deswegen sind die Ticketpreise für Konzerte so vor 10 Jahren oder 20 Jahren sind die unheimlich in die Höhe geschossen. Auf dem Niveau, wo sie heute sind. Weil die einfach das Geld jetzt damit verdienen müssen. Deswegen gehen die ganzen halbsenilen Bands, die eigentlich seit 50 Jahren schon tot sein müssten, ja alle wieder auf Tournee. Naja, aber als George Lucas dann auch gesagt hat, nee, da kommen keine Filme mehr, hat keinen Bock mehr, er will jetzt die Filme machen, die er eigentlich für wichtig hält. Weil Star Wars war für George Lucas ja nie wirklich wichtig. Das war ein Zufallserfolg einfach, der ihm viel Geld beschert hat. Er wollte dann die Filme machen, die er eigentlich machen wollte. Howard the Duck. Nee, keine Ahnung. Aber Lucasfilm hat dann gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir noch mehr Geld rauskriegen. Was machen wir jetzt mit Star Wars? Ja, komm, es gibt immer noch viele Fans. Wir verscherbeln jetzt die Rechte für Bücher an Autoren und Verlage. Dann können die ihre eigenen Star Wars-Geschichten schreiben. Die Fans sind bedient. Und wir kriegen nochmal Geld. Und die haben die Rechte dafür wirklich verscherbelt. Das, was man auch an der Vielzahl Bücher sieht, die danach einfach gekommen sind. Auch Comics, nicht nur Bücher. Comics, alles Mögliche an Zeug. Also es wurde geguckt, wo man einfach Geld machen kann. Wie gesagt, kein Vorwurf. Aber da kann man natürlich sich auch die Freiheit rausnehmen, kann sagen, ja, okay, Figuren und so weiter, Poster, Zeug, ist alles okay, das tangiert Star Wars selber, ja, erstmal überhaupt nicht, sondern das sind Abbilder von Star Wars, aber wenn jetzt weitere Geschichten geschrieben werden, von Leuten, die selber eigentlich auch nur Fan sind, ja, diese ganzen Bücher da, das war alles eigentlich Fanfiction von völlig unabhängigen Autoren, mit rudimentären Absprachen, da gab es dann so Dinge, die eigentlich erfüllt sein sollen oder Dinge, die nicht vorkommen sollten und sowas. Und deswegen habe ich damals als Fan gesagt, das ist alles für mich Fanfiction. Es hat mit Star Wars primär nichts zu tun für mich. Es ist für mich nicht essentiell Star Wars. Thrawn-Trilogie, für mich reine Fanfiction. Und ja, genauso wie alles andere, was eben da in diesem Rahmen erschien. Und dann ist George Lucas ein paar Mal auf den Kopf gefallen und hat sich gedacht, ich mach doch weiter mit Star Wars, weil irgendwie die Sachen, die ich machen wollte, die sind nicht so gut angekommen. Anscheinend bin ich doch so kein guter Produzent oder so, keine Ahnung. Deswegen mache ich jetzt mit Star Wars selber weiter. Lass mir jetzt aber nicht mehr reinquatschen. So, das, meine Ex-Frau und so, all die mir da reingeredet haben, das mache ich jetzt alles selber. Und zwar alles selber. Also ich schreibe das Drehbuch, wo ich früher eigentlich gesagt habe, sowas kann ich gar nicht, sowas will ich gar nicht. Ich mache die Regie selber, wo auch jeder gesagt hat, inklusive mir selber, das kann ich gar nicht, das will ich gar nicht. Ich mache alles selber. Und dann kam die Prequels, die salzige Luft hier tut mir nicht gut. Dann kam die Star Wars Prequels. Ja. Und mit den Prequels noch mehr Bücher. Hört ja nicht auf. Im Gegensatz, es kam nochmal dieser zweite Riesenhype. Und ja, die Star Wars Prequels lieferten halt einfach auch nichts von dem, das mich zum Star Wars Fan hat werden lassen. Ich bin ja kein George Lucas Fan und hype alles, was er einfach macht. Oder Lucasfilm Fan und hype alles, was die machen. Sondern ich bin Star Wars Fan. Was im Geiste von der ersten drei Filme einfach, was das transportiert, da bin ich Fan von. Aber jetzt war das nicht das Star Wars, das eigentlich Star Wars war. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist ja, meinetwegen, aber nee, danke. Das ist für mich nicht Star Wars, weil es einfach auch kein Star Wars ist. Warum? Deswegen haben wir da unzählige Videos drüber gemacht. Meine Situation anno 2004 war also, nachdem die Prequels halt abgefilmt waren, im Kino waren, ich bin Star Wars Fan, wegen der ersten drei Filme. Da gibt es jetzt noch drei andere Filme, die sind aber scheiße.
und ich ignoriere alles, was irgendwie in anderen Medien noch ausgeschlachtet wird in diesem Namen. Weil das ist halt, hat jetzt primär mit Star Wars für mich auch nichts zu tun gehabt. Habe ich auch, glaube ich, mal erklärt, als wir die Rezensionen für die Clone Wars angefangen hatten. Wo ich gleich zu Anfang gesagt habe, es hat mich nie interessiert, es war für mich nie Star Wars, das sind völlig andere Autoren. Es zielt auf ein völlig anderes Publikum. Ist nicht das Star Wars, was ich Star Wars nennen würde. Und ja, da war ich also in dieser Situation. Und dann ging es ja noch weiter mit eben, wie gesagt, noch viel mehr Büchern und den Clone Wars. Und die halt, wie gesagt, noch ein viel größerer Rotz waren. Und schließlich, statt weniger, nur alle paar Jahre mal erscheinender Spitzenfilme im Kino, war Star Wars auf einmal ein Massenprodukt, was alle Nase lang irgendeinen Scheiß auf die Leinwand kotzte oder auf den Fernsehbildschirm oder ins Comicheft oder auf Bücher. Und das war für mich einfach auch nie Star Wars, sondern Star Wars, da hatte man jahrelang drauf gewartet, dass ein neuer Film kommt und dann war dieser Film eine Bombe. Das gehört für mich irgendwo dazu, dass die Autoren sich da auch richtig reinversetzen, dass da richtig lange für geschrieben wird, sich Gedanken gemacht wird und auch korrigiert wird natürlich. Und das ist bei der alten Trilogie ja massiv passiert, dass so viel nochmal in der Story-Entstehung vor und zurückgegangen, wo man sich das wirklich überlegt hat. Und es passierte einfach für diese ganzen Massenprodukte, die jetzt Star Wars waren, nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist für mich auch nicht das Star Wars. Und so sitze ich jetzt 2020 da. Ich bin Star Wars-Fan, wegen der ersten drei Filme. Und alles, was danach kam, ist maximal gut. Rogue One oder so. Aber zu allermeist einfach tierischer Müll. Und ich habe ja sogar der neuen Trilogie eine richtige Chance gegeben, habe am Anfang gedacht, hey, das zündet, das ist gut, das sind gute Ideen drin, ja, sind es auch, aber de facto war es dann doch, wenn man das hat mal sitzen lassen, einfach so schnell hingerotzter Scheiß. 0815 Weltraum-Action, um die sich nicht mehr Gedanken gemacht wurde, als für irgendwelche anderen Weltraum-Action-Filme, die so derzeit erscheinen, auch. Ohne wirklich brillante Idee, ohne wirklich brillante Ausarbeitung von guten Ideen, weil gute Ideen waren ja auf jeden Fall da. Ja. Und Star Wars ist also heute, es hat halt den Eindruck für mich vertieft, dass Star Wars heute einfach nur noch schnell geschriebenes, plattes Zeug ist, so gut es vielleicht auch optisch umgesetzt wird. Zum Beispiel The Mandalorian. Kommen wir zu. Definitiv. Reagiere ich schon negativ, wenn ich irgendwas Positives dazu höre zum Mandalorian. Oh Gott. Von den Mandalorian hypt ja jeder. Ja. Es wird schwierig. Ich bin mal gespannt, wie viele tausend Deabonnierungen wir dann kriegen. Ja, mal gucken, ihr kennt ja die anderen Videos von uns, da kann es gar nicht so schlimm werden, zumal wir ja nicht mehrere tausend Abonnenten haben. So sorgt man vor. Okay, ich stelle mich also hier hin, und das ist die Quintessenz jetzt erstmal von dem Ganzen, vorab, und sage, ich bin Star Wars Fan, wegen dreier um die 40 Jahre alter Filme, während ich gleichzeitig sage, dass die meisten der folgenden hunderten Bücher, hunderten Serienfolgen aus diversen Serien und 8 Filmen mittlerweile zum Teil ziemlicher Müll sind, zum allergrößten Teil sogar. Und die Frage ist daraufhin, habe ich jetzt überhaupt noch das Recht, mich Star Wars Fan zu nennen? Ich komme mir halt vor, wie jemand, stellt euch vor, ich bin jemand, ich gehe in einen Film, wo es um rote Drachen geht. Und der Film ist geil, und ich werde zum Fan vom Film für rote Drachen. Die Produktionsfirma kriegt es mit, dass der Film ein Erfolg ist und macht dann folgerichtig natürlich nachfolgende Filme über grüne Eidechsen, gelbe Schlangen und Flugsaurier. Finde ich alles nicht so geil. Und ja. Und ich muss mich dann fragen,
bin ich mittlerweile falsch, weil das Filmuniversum, das mich zum Fan für die Roten Drachen gemacht hat, nicht mehr dasselbe ist? Oder sind die gelb-lila-grünen Flugeidechsen-Schlangen einfach keine Roten Drachen? Wer hat überhaupt das Recht, jemandem den Titel Star Wars-Fan zu verleihen oder zu entziehen? Ist Fan oder Fansein nicht immer eine reine Eigenbezeichnung, die man sich selbst gibt? Wenn man sagt, ich bin Fan von dem und dem. Und weil die Motive dazu, die können doch völlig individuell sein, warum man für irgendwas ein Fan ist. Denn die Motive für all die Leute, die ja Fan, Star Wars Fans sind durch die Prequels, davon gibt es ja sehr viele, deren Motive sind aus irgendeinem Grund oder müssen ja völlig andere sein als für mich zum Beispiel. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin Avatar The Last Airbender Fan, einfach weil ich eine einzige Folge von diesen 60 Folgen total hype, wegen der Folge bin ich Avatar Fan. Wer will sich das Recht rausnehmen zu sagen, nee, bist du nicht? Fan sein ist für mich eine reine Eigenbezeichnung und ich würde sogar sagen, nicht nur für mich, sondern das muss jeder selber wissen, ob er ein Fan von irgendwas ist, wenn er meint, er mag diese Sache so sehr, dass er sagt, ich bin ein Fan davon. Und so ist es, wie ich den Begriff auf jeden Fall handhabe. Aber darf man das bei Star Wars überhaupt? Denn wir haben auch schon immer viele Kommentare bekommen, so, du bist kein Star Wars Fan, du kennst das und das und das nicht und deswegen bist du kein Star Wars Fan. Und so ein Bullshit halt. Und da spielt ja noch was ganz anderes mit rein. Denn es ist aus noch einem ganz anderen Grund was anderes. Denn jemand wie ich kann da sehr leicht in eine Schublade geschoben werden. Und das ist ja immer mein Lieblingsthema, wenn Leute in Schubladen geschoben werden. Nämlich, du bist ja ein alter Sack. Du hängst ewig in der Vergangenheit fest mit deinen drei ollen Schinken. Und bist überhaupt nicht offen für Neues. Wie zum Beispiel den neueren Star Wars Sachen jetzt. Wie zum Beispiel The Mandalorian. Weil du halt deine Erwartungen da vorne dran stellst und die können halt über Jahrhunderte nicht befriedigt werden. Und ich muss auch mit diesem Bild, das ist mir schon bewusst, auch wirklich aufpassen, dass man mich in diese Schublade schieben kann. Diese früher war alles besser Schublade. Und ich sage es jetzt nochmal in aller Deutlichkeit, es ist kompletter Quark. Ich habe es garantiert schon mal in einem anderen Video gesagt. Aber um das mal hier genau auszuführen, was ich von heute und von damals halte. Früher war nicht alles besser. Im Gegenteil, heute ist das Allermeiste besser. Viel besser. Wenn ich in meinem eigenen da, in diesem Retro-Gaming-Kanal, den ich ja noch habe, Rauschgenerator, schaut mal rein, kleine Eigenwerbung zwischendrin, wenn ich da zum Beispiel irgendwie halt davon rede, wie scheiße PCs einfach waren, so Ende der 80er, wie geil der Atari war oder der Amiga oder sonst irgendwas, da kann man mich halt gerne in diese Schublade schieben. Aber das war damals. Heute ist der PC viel besser, heute ist das Ding eine brauchbare Maschine, ich arbeite nur mit PCs. Macs sind scheiße. Nee, aber das ist... es bringt ja nichts, da sich was vorzumachen. Naja, egal. Um euch mal begreiflich zu machen, wie viel besser es heute ist. Es wird ja immer so dieses, früher war alles besser, die 1980er Jahre. Die 80er Jahre sind ja auch für mich, der gerne elektronische Musik hört, und zwar kein Techno, das sind die 90er. Ich meine, es ist richtige elektronische Musik, Musik und nicht einfach ein Takt. Also das ist Techno. Egal. Der müsste eigentlich die 80er total hypen. Ja, von der Musik her, ja. War auch viel besser als heute, wo nur noch dieser ganze Autotune-Scheiß läuft und dieser Vocoder-Scheiß, den sich kein Mensch ohne Ohrenbluten anhören kann. Aber, nehmen wir mal ein Beispiel. Gehen wir mal in die 1980er Jahre, in die goldenen 1980er Jahre. Wenn ich in den 1980er Jahren gesagt hätte, okay, ich möchte mir eine neue Kamera kaufen, dann hätte ich erstmal für viel Geld
einige Fachmagazine wälzen müssen. Und zwar lange wälzen müssen, weil das ist ja, bis die mal ihren Jahresendvergleich machen oder einmal im Jahr irgendwie einen Vergleich aller Modelle, ja. Das ist ja, da vergeht schon mal viel Geld. Diese Fachmagazine sind alle richtig scheiß teuer, waren sie auch damals. Und dann hätte ich erstmal über lange Zeit studieren müssen, um genau zu gucken, was für ein Modell da für mich genau in Frage kommt und was ich noch extra dazu haben müsste und sowas. Und was es kostet und Abschätzung machen und mich mit Leuten unterhalten und so weiter. Dann hätte ich einen Tag Urlaub beantragen müssen, um nämlich mal zum Fachhändler zu gehen. Weil der Fachhändler, dem seine Öffnungszeiten laufen so parallel zu den Öffnungs- und Arbeitszeiten von 99,9% aller Menschen, die so arbeiten, nämlich irgendwie von 9 bis 17.30 Uhr mit einer Stunde Pause irgendwo noch zwischendrin. Und das ist also, um irgendwie dahin zu kommen, muss ich Urlaub nehmen. Okay. Dann hätte ich mich ins Auto schwingen müssen. Also ich hätte vielleicht auch einen Bus nehmen können, aber damals ist der vielleicht stündlich oder halbstündlich maximal gefahren mit zweimal umsteigen, weil da hat sich noch niemand so wirklich Gedanken drüber gemacht, wie man das vielleicht ein bisschen besser vernetzen kann, sondern man hat es so gestaltet, dass möglichst viel Geld bei rauskommt. Naja, um also dann mit zweimal umsteigen zum Fachhändler zu fahren, dessen Verkäufer ein Arschloch ist, aber ich habe keine Alternative, es gibt nur den einen in der Stadt, der nächste ist schon wieder ewig weit weg, da das müsste ich jetzt doch mit dem Auto fahren. Jedenfalls, dessen Laden hätte man auch überschildern können mit Apotheke, also jetzt mal so rein vom Preis her, weil mangels Konkurrenz kann der halt auch Preise machen, wie er gerade lustig ist, oder sich einfach an die unverbindliche Preisempfehlung halten. Handeln konnte man damals auch nicht, das war eigentlich vom Gesetz her untersagt. Und ja, und die Preise rechtfertigen sich natürlich dadurch, weil hier gibt es ja Fachberatung. Was ein Quatsch ist, weil dieser eine blöde Fachhändler liest im Wesentlichen auch nur die Magazine, die ich vorher gewälzt habe, hat keine Ahnung, auf was mir wirklich ankommt. Und hat natürlich die ganzen Tests zu Linsenverzerrung, Rauschverhalten und so weiter, hat er alle nicht im Kopf. Ich habe mir das vorher extra rausgesucht, mit stundenlanger Arbeit, da hat er keinen Bock drauf. Okay, beim Fachhändler hätte ich also erstmal eine halbe Stunde vergeblich versucht, dem Fachhändler auszureden, dass ich die Kamera nehmen soll, die er empfiehlt, was immer eine heftige Laberei war, was dann auch immer natürlich unangenehm war, weil er ist ja der Fachmann, ne? Und man selber hat ja nur irgendwelche Magazine gelesen, also furchtbar peinliche Situation, die man damals aber einfach nicht drumherum kam. Deswegen viele sind dann einfach immer drauf reingefallen und haben das genommen, was der Fachhändler halt gesagt hat, dass man nehmen soll. Also so viel zum tollen freien Markt. Nee, das ist Monopole, drängen sich überall einfach rein, weil dann gesagt hat, ja, das ist der Marktführer. So funktioniert das. Schließlich kommt aber nach dieser vergeblichen halben Stunde heraus, dass er das Kameramodell, das ich jetzt endlich mal haben will, natürlich nicht da hat. Was jetzt auch kein Vorwurf sein kann, weil unter den 12 Dutzend Kameramodellen, die es gibt, die alle zwischen 3 und 10.000 Mark kosten, ja, Mark, wir sind damals bei Mark, kann der natürlich nicht alles da haben. Logisch. Also macht ihr eine Bestellung fertig, füllt den Bestellzettel aus und er ruft mich dann so in etwa maximal 2 Wochen an, wenn das gewünschte Modell dann da ist. Man geht also quasi unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Natürlich nicht ohne ihm noch die eigene Telefonnummer zu geben. Also ich gebe einem Arschloch meine private Telefonnummer, weil es einfach keinen anderen Weg gibt, wie er mich benachrichtigen könnte. Aber das ist auch egal, weil meine Telefonnummer hat eh jeder in der Stadt. Jeder, absolut. Ja, jeder hat ein Telefonbuch. Und da steht auch meistens die Adresse drin, wenn man nicht explizit angekreuzt hat, dass man das nicht will. Jedenfalls, nach 3 Wochen reißt dann endlich mein Geduldsfaden und ich rufe ihn an, weil er sich ja nicht gemeldet hat. Nun geht es aber nicht so einfach. Ihr wisst schon, also das, die Sache mit den Öffnungszeiten. Ich muss also während meiner Arbeitszeit da anrufen und muss deswegen, weil Handys gibt es ja auch noch nicht, meinen Chef fragen, ob ich das Firmentelefon benutzen darf, um da den Fachhändler anzurufen. Ich muss meinem Chef 3-mal heilig garantieren, dass es ein Ortsgespräch ist, dass ich nicht nach Indochina telefoniere
und dann irgendwelche Kosten auflaufen. Oder irgendwelche anderen Dienste, die es damals zum Teil schon gab, wo man so 387,25 Mark 25 pro Sekunde bezahlt hat. Ich zahle meinem Chef dann schließlich die verlangten 20 Pfennig, die er für den Anruf haben will, weil es kostet ein Ortsgespräch, so grob. Und manche haben auch 50 Pfennig einfach verlangt. Wenn man irgendwo in den Laden gegangen ist, so, ich muss mal dringend telefonieren, dann haben manche auch 50 Pfennig einfach verlangt, damit so einfach für ihren Aufwand dann etwas entlohnt wird. So wie heute mit den Toiletten so in etwa. Ich rufe also beim Fachhändler zu seinen Ladenzeiten an, weil ich von ihm noch keinen Anruf erhalten habe. Er sagt jedoch, dass er es ja schon zweimal probiert hat, wofür es jetzt keinen Beleg gibt, weil Wählscheibentelefone speichern keine Nummern, wo ich nochmal nachgucken könnte, wer da angerufen hat, was die analogen Leitungen auch gar nicht hergegeben haben, so wirklich. Und außerdem, ihr erinnert euch, meine Arbeitszeiten sind parallel mit seinen Ladenöffnungszeiten, er hat natürlich... Ja, bei mir angerufen zu Hause, als ich auf Arbeit war. Hätte ich dran denken können, habe ich nicht dran gedacht. Naja, das einzige Telefon von mir, das ich besitze, befindet sich halt immer zu Hause an der Schnur. Und das kann nicht mal Snake. Ich krieche nach diesem Gespräch also wieder zu meinem Arbeitgeber, um ihn zu bitten, mir nächste Woche, da die Kamera jetzt ja da ist, mir doch spontan nochmal einen Urlaubstag zu geben, falls ich noch einen frei habe. Nein, macht er nicht. Ob ich dann wenigstens eine Stunde früher gehen darf, sodass ich vielleicht noch den Laden offen erreiche, um meine Kamera abzuholen? Ja, das kann ich machen, allerdings natürlich mit entsprechendem Gehaltsabzug für die Stunde. Ah, okay, gut. Komme ich halt nicht drum rum. Ich prügele mich also an besagtem Tag, bei diesem vorzeitigen Feierabend, nach draußen durch den Berufsverkehr. Diesmal muss ich das Auto nehmen. Ja, es ist dann 16.30 Uhr etwa. Da legt der Berufsverkehr dann schon voll los. Und ich stehe natürlich im Stau mit ungefilterten Abgasen, ohne Katalysatoren in sämtlichen Autos. Airbag hat auch kein Mensch. Und mache mich also auf den Weg... Ja, nein, nicht zum Fachhändler. Zur Bank. Ich brauche ja noch das Geld für die Kamera. Ich mache mich also auf den Weg zur Bank, kreise erstmal 5 Minuten, weil ich keinen Parkplatz finde. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, einen Behindertenparkplatz irgendwie hier zuzuparken. Die gab es auch noch nicht. Jedenfalls, irgendwann finde ich vielleicht doch einen Parkplatz, gehe also in die Bank rein und... Nein, ich hebe nicht einfach das Geld ab, weil Geldautomaten gibt es auch noch nicht so wirklich. Also nicht in jeder Stadt, erst recht nicht bei jeder Bank. Und stelle mich also am einzigen freien Schalter an, wo eine riesige Schlange wartet. Alles Leidensgenossen, die auch alle so zwischen Feierabend und Ladenschluss noch irgendwie für die Familie einkaufen müssen. Stelle mich da also an, komme nach einer gefühlten Ewigkeit, nein, ich komme nach einer Ewigkeit, die ist nicht gefühlt, also endlich an, fülle meinen Auszahlungsantrag, diese Zettelchen da aus und gehe mit diesem an die nächste Schlange zur Kasse, um dort dann nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit, nein, nach einer realen Ewigkeit, die ich mich dort jetzt anstellen muss, mein Geld mir auszahlen zu lassen. Ich renne wie ein Gestörter in mein Auto. Und falls jetzt jemand fragt, so, warum zahlst du nicht mit Karte? Das ging nicht, das gab es nicht. Das waren Bankkarten, das waren Karten von der Bank. Die allerersten Firmen, die das gemacht hatten, das waren irgendwann Tankstellen in den 90ern oder vielleicht Ende der 80er, die das angenommen hatten, dass man mit Karte zahlen kann. Jedenfalls, ich renne wie ein Gestörter zum Auto, stürze mich wieder in den Berufsverkehr, kriege allerlei ungefilterte Abgase ab und so weiter und so fort. Ich habe noch 10 Minuten. Kreise nochmal 5 Minuten, weil ich auch beim Fachhändler natürlich keinen Parkplatz finde. Bis ich irgendwie, was weiß ich, nachdem ich einen Polizisten überfahren habe, einfach auf der Straße stehen bleibe, weil das dann weniger ein Aufwand ist. Okay, das war jetzt Satire. Ich sage dazu dann gleich noch was.
renne zum Fachhändler rein, ich habe noch 2 Minuten. Und muss dort dann, 1 Minute bevor das Arschloch schließt, feststellen, dass die Kamera, die gekommen ist, nicht das Modell ist, das ich bestellt habe. Ja, der handschriftliche Zettel wurde anscheinend nicht so gelesen, weil die Handschrift, die Hieroglyphen von dem Arschloch einfach unleserlich waren. Und da wird mal eine 9 vielleicht zu 0 oder eine 7 wird zu 1, so Späße halt. Naja. Man fährt also nicht mit der Kamera, sondern mit einem Hals wieder nach Hause. Und die ganze Story der letzten Stunde wiederholt sich nochmal, inklusive Strafzettel wegen Falschparken und Polizist überfahren, inklusive Gehaltsabzug wegen früher rausgegangen und sowas, dem ganzen Stress, den Abgasen. Gut, auf die Bank muss man jetzt nicht mehr, das Geld verschimmelt ja jetzt nicht. Und naja, man steht also nach 2 weiteren Wochen wieder beim Fachhändler und kann nach diesen ganzen Nervenzusammenbrüchen endlich die neue Kamera abholen, die jetzt gar nicht mehr so das neue Modell ist, weil mittlerweile ist ja ein Monat vergangen. Wer weiß, was da inzwischen rausgekommen ist. Das Internet jedenfalls nicht. Ja, und dann hat man diese neue Kamera und kann damit zu Hause endlich seine Filmchen drehen, die man Freunden, Familie und gegebenenfalls Nachbarn zeigen kann. Super, einer abendlichen Filmvorführung. Dann tut man die Filmchen wieder in die Box rein, die landen auf dem Dach und da verstauben sie bis zur eigenen Beerdigung. Weil es nichts gibt, wo man das hochladen kann, veröffentlichen kann, zeigen kann. So, und die Pointe kommt jetzt. Das alles war keine satirische Übertreibung. So, genau so waren die 1980er Jahre. Kein Internet, keine Kartenzahlung, kein gar nichts. Also für alle, die sagen so, ihr hängt eben, früher war alles besser. Nein, 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 nein. Heute ist wirklich das meiste besser. Wirklich. Heute lese ich mir sämtliche Fachartikel online durch, entscheide mich, bestelle, zahle online und habe die Kamera gegebenenfalls schon am nächsten Tag. Vielleicht mal dauert es 2 Tage, aber ich habe sie in der Regel bisschen schneller und normalerweise ohne den Ärger. Also in kurz, ich will mich nicht in diese Schublade stecken lassen. Also früher war alles besser. Naja, außer Star Wars natürlich. Das war besser in meinen Augen. Es ist halt alles, es ist halt nicht alles so gut wie heute. Und da kommen wir jetzt genau zum Punkt, der Unterschied ist zwischen Fans und Fanboys. Fanboys hypen pauschal alles. Ziemlich kritiklos, wo Star Wars draufsteht oder wo der Aufkleber draufsteht, der das benennt, was sie hypen. Das kann alles Mögliche sein. Hauptsache, da steht der Name drauf, das ist Star Wars und deswegen ist das geil. Ja, aber das Schlimme ist einfach bei Fanboys, dass sie halt selber entscheiden, wer dann ein echter Fan ist und wer nicht. Sie selber sind natürlich echte Fans. Nein, ihr seid Fanboys. Und also die nehmen sich für sich das Recht heraus. Bezug nehmend auf meine Frage vom Anfang. Wer hat eigentlich das Recht, jemandem den Titel Fan zu geben? Und es sind interessanterweise diese ja, Hardcore-Fans, Fanboys, die dieses Recht für sich herausnehmen. Da frage ich mich, mit welchem Recht eigentlich? Dieses blinde, ich schlucke alles, was da kommt, nehme ich halt einfach nicht so hin. Und es hat mit Fansein auch nichts zu tun. Ich bin und bleib weiter Star Wars Fan und ich werde mir auch weiterhin alles angucken, was so an Filmen zumindest kommt, weil Filme ist so mein bevorzugtes Metier. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin kein Serienjunkie. Und erst recht kein Binge-Watcher, also um Gottes Willen. Wobei schon, ich sehe, dass Serien gewisse Vorteile haben und mag auch diverse Serien wirklich sehr. Also, um es mal kurz zu fassen, eine Serie vielleicht, wo eine fertig geschriebene Geschichte einfach einen Bogen von Anfang bis Ende hat. Und nicht, wo einfach weitergeschrieben wird, solange es einfach Geld bringt. Game of Thrones!
wer wirklich Fan ist, dem ist es halt wichtig, ob ein neues Produkt, neuer Film, neue Serie, neues Gerät wirklich dem Geist entspricht, weswegen er Fan dieser Sache ist. Und sieht es dementsprechend auch kritisch. Und nicht nur vielleicht fürs Merchandise, oder? Die Firma, die es herstellt, ist besser als die andere oder sowas. Womit wir wieder beim Thema sind, dass Kritik etwas Positives ist. Wenn ich etwas hype, ich bin Fan von etwas, da kommt was, ich sage, es ist scheiße, auch wenn ich Fan bin, dann ist es was Positives. Weil es ist dann, man kann dann schon sagen, das ist ja wahrscheinlich ganz einfach ehrlich, weil ich habe als Fan keinen Grund, sinnlos auf was rumzubashen, weil ich es komplett hasse. Ist ja nicht so. Ich sage ja, ich bin Fan, ich möchte eigentlich, dass da was Gutes kommt, was ich auch weiter hypen kann. Wo ich meinen Hype auch ein bisschen ausleben kann. Wenn da nichts kommt, es ist auf jeden Fall das Interesse da. Und wer Kritik verfasst, der hat auf jeden Fall das Interesse. Also ich meine, es ist eine wirkliche Kritik. Kein einfach, bäh, das ist blöd, bäh, du bist ein Arsch, oder sowas. Das ist ja keine Kritik, das ist einfach nur Getrolle. Also das Thema werden wir oft genug kriegen, dass Kritik was Positives ist. Jedenfalls wegen dieser Art, wie ich Fansein definiere, verstehe ich auch manche Sachen nicht. Zum Beispiel das Fansein von Fußballclubs. Also, damit wir uns richtig verstehen, ich finde Fußball geil. Fußball ist ein richtig geiler Sport. Vor allem, wenn man selbst spielt. Aber auch zuschauen ist richtig toll, weil da tut sich viel. Aber ein Verein, der also eine Stadt im Namen hat, da spielt eigentlich keiner mit, der aus der Stadt kommt, so wirklich, oder der da lange gewohnt hat, der die Stadt kennt. Da können sich die Vereine auch sonst wie nennen. Ja, was weiß ich, 1. FC Milka oder sowas. Wäre möglich, wenn sie dann halt auch immer von Milka ihr Geld kriegen oder so. Wenn sie es nicht mehr kriegen, nennen sie sich einfach 1. FC IBM. Warum nicht? Können sie machen. Fände ich aufrichtiger und ehrlicher, als da drauf zu schreiben, was weiß ich, München oder Hoffenheim oder Leipzig, wenn da eigentlich kein wirklicher Münchner, Leipziger, Hoffenheimer oder so mitspielt. Oder einer oder zwei, das sind dann meistens die Alibi aus der eigenen Jugend und sowas. Egal, das ist so, vor allem wenn die mal dann im nächsten Jahr woanders spielen, ja, dann werden die von den Fans dieses Vereins schon gar nicht mehr gehypt. Obwohl, das ist doch der Spieler, der hat doch aber da, als er beim eigenen Verein war, haben sie ihn alle geliebt. Jetzt nicht mehr? Nur weil er woanders spielt? What? Also, es kommt mir halt so vor, dass das Fußballfans einfach nur dieses Etikett lieben. Da muss das Etikett draufstehen, HSV oder irgend sowas in der Richtung, und dann wird das gehypt. Dann sind die da Fan. Und scheißegal, was da drunter ist. Das verstehe ich nicht so ganz. Und das mutet mir mehr an wie Fanboy-Gebaren. Und vermutlich ist das auch der Grund für diese radikalen Fans. Weil das ist auch Troll-Fanboy-Gebaren, was die haben. Die gehen auf die Spiele, um halt gewalttätig zu sein. Ähnlich wie jetzt Fanboys oder Trolle ins Internet gehen, um einfach Ärger zu suchen. Um anderen Leuten zu sagen, dass die halt keine richtigen Fans sind. Oder dass Fans von anderen Merchandise oder sonst irgendwas, dass die halt Arschlöcher sind oder irgendwie sowas. Ist jetzt vielleicht nicht direkt vergleichbar, ich gebe es zu, aber es mutet so ein bisschen an, das Verhalten. Also ich will jetzt nicht aufrichtige Fans, liebe Fans von Fußballvereinen in einen Topf werfen mit diesen Fußballclub-Fanboys. Das ist mir bewusst, ist was völlig anderes. Aber das Fansein von dem Verein selber verstehe ich halt nicht so ganz. Ich glaube, es hängt mehr im Umfeld mit den Leuten, die man kennt, die da auch hingehen. Naja. Aber aus dem Gaming-Bereich gibt es da ein total irres Beispiel, was total eine Analogie davon ist. Das ist wirklich witzig. Ich muss nochmal drauf eingehen, also es tut mir leid, wer meinen Kanal Rauschgenerator kennt, der weiß, dass ich Atari-Fan bin. Ich hatte, seit ich 13 war, ein Atari ST und habe auf dem programmiert und alles. Ich bin Atari-Fan, kann ich bis heute sagen. Und ich benutze die Dinger bis heute, zock da drauf, es macht mir bis heute Spaß. Atari
ging 1996 pleite. Bankrott wurde abgewickelt. Die Leute alle entlassen. Die Gebäude und Maschinen wurden alle veräußert, abgerissen oder verschrottet. Der ehemalige Chef Jack Tramiel verstarb 2012. Und die Entwickler von damals sind mittlerweile alle in Rente oder auch verstorben oder arbeiten wo völlig woanders. Zum Teil alles was anderes. Atari gibt es nicht mehr. Es hat aufgehört zu existieren in irgendeiner Form. Weder die Leute noch die Gebäude, in denen sie arbeitet, noch die Maschinen, mit denen sie arbeitet. Der Name Atari wurde dann, wie sich das für eine seelenlose Oberflächlichkeitswirtschaft gehört, halt veräußert. Erst dann Hasbro und ist dann irgendwann von der französischen Spielefirma Infogrames, also Computerspielefirma Infogrames, gekauft worden. Und da sie die Rechte an dem Namen Atari nun hatten, nannten sie sich jetzt selbst Atari, weil das einfach ein populärerer Name ist als Infogrames. Was ja viele dann Infogrames ausgesprochen haben, weil einfach alles, was irgendwie ausländisch aussieht, ja englisch ausgesprochen wird, erstmal auf Verdacht hin, was ja ein Blödsinn ist. Und Infogrames hat dann als Atari angefangen, einige Atari-Retro-Konsolen herzustellen, auf denen schlecht nachprogrammierte alte Atari VCS-Spiele und sowas waren. Und machen jetzt auch wieder eine Konsole, wo es halt emuliert wird einfach. Das sind dann schon die richtigen Spiele von damals, aber durch eine Emulation, wo aber auch Atari einfach draufsteht. Und in heutigen Atari-Gruppen auf Facebook und in Atari-Foren im Internet und sowas gibt es Leute, das habe ich selbst erlebt, weil ich in diesen Gruppen und Foren auch bin, das sind mit mir Gleichaltrige sogar, die allen Ernstes Dinge schreiben, wie etwa, dass das nun Atari sei. Das ist Atari. Und dass sie die nächste Konsole, die da kommt, die nächste Retro-Konsole schon wieder hypen. Und yay, Atari lebt wieder. Nein, das ist die Firma Infogrames. Wenn deine Mutter auf der Straße von einem LKW überrollt wird und irgendeine Putzfrau kauft dann die Namensrechte von deiner Mutter, dann ist die Putzfrau auch nicht deine Mutter. Ja, sorry, mir ist echt kein besseres Beispiel eingefallen. Und genauso ticken offenbar auch viele Star Wars Fanboys. Es steht Star Wars drauf, es kommt als Star Wars ins Kino, auf die Leinwand, auf den Bildschirm, auf sonst was. Und es ist Star Wars! Und irgendwie, wer es nicht so hyped oder es stark kritisiert, ist kein Star Wars Fan. Einfach weil dieses Etikett draufsteht. Und da fand ich die Analogie mit Atari jetzt ganz gut und mit Fußballvereinen, wo ich es auch nicht verstehe, weil das einfach der Name nichts mit dem zu tun hat, was es wirklich ist. Und ich stehe daneben und glaube halt, dass ich trotzdem Star Wars Fan bin. Und sag einfach, das ist nicht Star Wars oder das ist zumindest kein gutes Star Wars. Aus den und den Gründen. Weil vom LKW überrollte Menschen halt einfach tot sind. Genau wie die Aliens gleich. Vielleicht kommt ja mal wieder ein gutes Star Wars. Ich find's toll. Ciao.